Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast Challenge. Und es geht um die Inverted Color Challenge. Das heißt, wir öffnen uns diese Einstellung bei Windows, stellen dann ein invertierte Farben und dann müssen wir so ein Zimmer stellen. Wir haben das jetzt gerade hier und wir klicken jetzt einfach mal auf an. Und ich bin sehr gespannt, wie das werden wird, weil das ist halt schon... Es sieht sehr interessant aus auf jeden Fall. Und ja, ich weiß nicht genau, was ich tun soll in meinem Leben. Aber ja, Praline Sims hat irgendwie ihre ganzen Sachen geupdatet. Und ich habe mir die neuen Sachen, die jetzt schon für öffentlich sind, schon runtergeladen. Und ich habe keine Ahnung, wie genau sie jetzt verändert wurden. Und deswegen ist es ein bisschen unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Ich gebe hier einfach mal diesen Skin hier. Ich weiß nicht, was er bringt und keine Ahnung. Und wie er letztendlich aussehen wird. Aber gerade so, wie es jetzt ist, sieht es okay aus. Deswegen akzeptieren wir das. Ups, dann kann ich die nicht nehmen. Dann muss ich halt normale Lashes nehmen. Nehmen wir die hier. Die finde ich eigentlich ganz hübsch. Jetzt halt die Frage, man hatte hier ja so ein bisschen so Blush dann. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu extrem. Das wäre sonst ein bisschen kritisch. Und als Augenfarbe nehmen wir einfach mal das hier. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Farbe ist. Aber ja. Wird schon irgendwie passen. Und jetzt mit den Haaren. Ich werde halt definitiv Alpha-Haare nehmen, weil da weiß ich halt eben noch weniger, wie die Farben aussehen und ich glaube, das ist dann doch noch ein bisschen spannender, ob ich da irgendwas Gutes treffe. Also die Haare finde ich eigentlich schon ganz süß. Ich glaube, ich würde die sogar nehmen. Jetzt ist halt die Frage, in welcher Farbe nehmen wir das, ne? Also das sieht schon ziemlich interesting aus, to be honest. Sieht alles cool aus irgendwie. Ich glaube, ich würde das hier nehmen, weil das sieht echt hübsch aus. I like it. Wir werden sehen, ob ich es auch mögen werde, wenn wir wieder normale Farben haben. Wir geben ihr erstmal ein bisschen Make-up und gucken so, was wir hier machen können. Es ist einfach alles voll bei Praline Sims und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Andererseits denke ich mir so, es ist ein bisschen überfordernd. Das sieht ziemlich creepy aus, so. Kannst du aufhören, jetzt Sachen runterfallen zu lassen? Hi, Bibi. Hi. Hallo. Möchtest du Hallo sagen, Schatz? Same. Was nehmen wir denn hier? Ich wäre ja fast schon hier für die von Grimm Cookies. Ich weiß halt nur nicht. Vielleicht nehme ich halt das so. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen das einfach. Es wird schon passen, ja? Dann nehmen wir einfach diesen Eyeliner. Keine Ahnung, ob der gut aussieht oder nicht. Wir werden sehen. Und ja, was machen wir hier? Ich hätte mir das vielleicht echt vorher mal angucken sollen. Wäre vielleicht intelligenter gewesen. Ich nehme einfach den hier in dieser Farbe hier unten. Man sieht irgendwie keinen unten. Ach, das sind diese Steinchen. Oh. Dann doch nicht. Ich dachte, das wäre was anderes. Aber war es nicht. Das sieht cool aus. Zumindest so. Ich nehme das einfach jetzt hier in der Farbe. Ich werde mich am Ende wahrscheinlich eh hassen dafür. Ew, wie sieht das alles aus? Als Thumbnail. Alles in grün. Und dann, keine Ahnung, sieht das einfach nur aus, als wäre das irgendwie gefleckt und... Ich hätte Bock auf die Farbe. Es ist halt weiß. Also es könnte halt sein, dass es dann schwarz ist. Aber to be honest, könnte das cute aussehen. Wir versuchen es einfach. Es wird einfach nur schrecklich. Es wird einfach nur schrecklich, Leute. Na gut, springen wir erstmal über zur Kleidung. So Accessoires können wir dann immer noch kommen. Ich weiß gar nicht, was ich mit ihr für einen Style fahren möchte. Ich meine, ich habe halt viele coole Sachen, die man halt so nehmen könnte, ne? Gibt es halt auch einfach viel zu viele coole Sachen, die ich so installiert habe, ne? Als ob ich mich jemals entscheiden könnte, was ich dann nehme. Ich finde das hier richtig süß. Und ich würde einfach das so in der Farbe nehmen. Das finde ich eigentlich ganz cute gerade. Zumindest in den Farben. Wir werden sehen, wie es dann letztendlich aussehen wird. Und dann, ich hatte mir neue Hosen runtergeladen. Ich glaube, ich will die benutzen. Direkt. Wenn ich sie finde. Das ist natürlich auch gewagt. Kann man tragen. Sehe ich jetzt bei ihr aber gerade nicht so. Dafür sieht sie ein bisschen zu unschuldig aus. Hier, ich glaube, das ist die Hose, die ich meinte. Dann nehmen wir die einfach in weiß. Ich glaube, das wird dann halt auch wieder schwarz, aber...
Manchmal muss man sich's ein bisschen einfach machen, ja? Und dann fände ich die hier eigentlich ganz cool dazu. Keine Ahnung. Also ich finde, das ist ein Look. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ne? Dann gucken wir noch, ob wir ihr vielleicht ein Kettchen oder so geben können. Und Ohrringe könnte man auch sehen. So, wenn ich ihr dann einfach so Hoops gebe oder so. Ich habe ja auch, glaube ich, ziemlich große Hoops. Die könnte man. Oh, yes. The bigger the hoop, the bigger the hoe. Aber sie ist halt, glaube ich, keine Hoe. Deswegen nehmen wir vielleicht die, die so ein bisschen kleiner sind. Dann nehmen wir einfach die dazu, denn dann passt das schon. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Aber das ist jetzt erstmal unser Look, denke ich. So, ich habe das jetzt halt ja direkt über dem Sim drauf. Das heißt, wir sehen sie nicht direkt. Das heißt, erst wenn ich wieder ins Spiel reinklicke, dann erfahren wir, wie es aussieht. Und ich habe so Angst. Bitte lass es einfach gut aussehen, ja? Ich bete einfach drauf. Oh mein Gott, meine Augen brennen. Das geht voll. Also, ihr Gesicht ist auf jeden Fall hübsch. Kannst du nicht sagen. Das ist auf jeden Fall fein. Das Oberteil, also braun ist halt eigentlich gar nicht so meine Farbe unbedingt. Deswegen, ich glaube, davon bin ich jetzt einfach nicht so Fan. Und vor allem mit dem Gelb passt das irgendwie nicht so. Ich finde es halt auch ein bisschen doof, dass die Hose und die Schuhe einen verschiedenen Schwarzton haben. Aber ja. Aber an sich ist das voll fein. Kann man auf jeden Fall. So grundsätzlich kann man das tragen, auf jeden Fall. Und also ihr Contouring hier ist halt ein bisschen over the top. Aber manchmal muss das halt einfach sein, ja? Ich weiß aber wirklich nicht, was ihr Skin gebracht hat, weil irgendwie merke ich gar nicht so einen Unterschied, dass sie überhaupt ein Skin trägt. To be honest. Aber eigentlich ist sie schon ganz süß. Also ich meine, der schwarze Lippenstift ist jetzt halt echt ein bisschen too much. Das muss man jetzt auf jeden Fall sagen, weil irgendwie ist es halt viel schwärzer noch als die schwarztönige hier unten. Und wenn das halt mehr so gematcht hätte, dann würde das besser passen. Aber ja, vielleicht hätte sie da einfach doch nur einen anderen Lippenstift hätte wählen müssen. Beziehungsweise ich hätte einen anderen Lippenstift wählen müssen, der vielleicht eine andere Farbe gibt als schwarz. Jedenfalls grundsätzlich bin ich, denke ich, recht zufrieden mit ihr. Also sie ist nicht der hübscheste Sim, den wir je hatten, aber definitiv auch nicht der hässlichste. Deswegen, mich würde auf jeden Fall eure Meinung interessieren, ob ihr sie hübsch findet, ob ihr sie vielleicht total grauenvoll findet und was ihr zu ihr sagt. Sie heißt übrigens Daria. Daria Griggs. Das hat das Spiel so beschlossen. Gut, dann sind wir auch schon wieder fertig mit unserer Cast-Challenge. Das ging sehr viel schneller als gedacht, weil irgendwie habe ich schnell die Sachen gefunden, die ich irgendwie ihr geben wollte. Manchmal gehen Dinge ratzfatz. Vor allem anscheinend, wenn die Farben nicht so sind, wie sie normalerweise sein sollten. Und man denkt, es könnte matchen und es matcht am Ende dann doch nicht. Und man denkt sich so, Aber ja. Was halt gut ist, dass ihre Augenbrauenfarbe mehr oder minder zu ihrer Haarfarbe matcht, weil sonst wäre das ein bisschen sehr, sehr kritisch geworden. Weil, wenn sie blonde Augenbrauen zum Beispiel hätte, dann wäre das ein bisschen unrealistisch. Beziehungsweise kann man machen, aber sieht halt doof aus. Wie gesagt, sagt mir, was ihr von ihr haltet. Wir sehen uns das nächste Mal bei einer anderen Cast-Challenge, bei der 100-Baby-Challenge oder bei einem Speedbuild oder was auch immer für ein Video kommt. Wir werden sehen. Bis dahin und tschüss!